Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge des 19 auf dem PC auf der Pleasant Valley County zur 199. Folge. Ja, wir steuern ja kräftig auf die Nacht oder ja, 17.16 Uhr in Game, aber ja, trotzdem schon relativ dunkel aus. Liegt wahrscheinlich daran, dass es immer noch regnet. Ne? Ich weiß auch gar nicht, wie lange das Sonnensymbol oben schon da steht. Ne? Ja, dann sitze ich hier in unserer Sämaschine auf der 64. Ja, die Sämaschine, die unten links fertig ist. Das ist auch die Sämaschine, die das Vorgewende gemacht hat hier auf der 64. Und ich bin eigentlich am Überlegen, wie ich den jetzt hier unterstützen könnte. Denn wenn ich ihn jetzt hier drüben irgendwo ansetze, dann fahren die irgendwann ineinander. Ich bilde mir ein, wenn ich den jetzt hier ansetze, dann müsste er ja nach hier sich durcharbeiten. Weil der arbeitet sich einmal rüber und kommt hier dann wieder so zurück. Ne? Also zwar immer noch relativ viel vor sich, aber der könnte ihn dann hier so ein bisschen unterstützen, möchte ich meinen. Das versuchen wir auch mal, da gucken wir mal, wie das wird. Ne? So, Abfahrer entlassen. Kurs bleibt natürlich drin, ist klar. Ne? Er hat jetzt nicht mehr übermäßig viel Dünger drin, aber ein Stück kommt er schon erstmal noch. Denn das hier ist ja sozusagen ein Kurs, der nach unten geht. Und dann müsste der ja hier, den hat er gemacht, und dann müsste der ja nach oben gehen. Genau. Ja, und so müssen wir den unten an der Stelle einsetzen, dass wir einen nach oben Kurs erwischen. Und dann müsste er sich ja Richtung Ende bewegen, so rum. Ja. Dass wir da wenigstens ein paar Bahnen den ganzen Sämaschine abnehmen. Ne? Weil sonst würden die ja zwangsläufig irgendwann gegeneinander fahren. Weil ich weiß nicht, ob sie hängen bleiben oder ob sie aneinander vorbeikommen. Das müsste man dann gucken. So, den hat er nach oben. Der geht nach unten. Weil man sieht es ja zum Glück ordentlich, weil er gedüngt ist. Ne? Der ist nach oben. Der ist nach oben, der ist nach... Wie weit ist denn der gekommen? So, das ist jetzt die Bahn aus der nächsten Sämaschine fertig. Die macht er nach oben, die rechte Bahn, dann fangen wir hier mit der hier nach oben an. Dann müsste er ja nach oben nach unten kommen und er fährt oben nach rechts weg. So der Plan. Ich meine, ob das Spiel auch so plant wie ich? Keine Ahnung. Mal sehen, vielleicht ist er falsch, ne? Wäre nicht das erste Mal, ne? Ja, und dann heute Abend natürlich 200. Folge. Ja, live auf Twitch sozusagen. Und die gibt es dann morgen auf YouTube als normale Folge. Denn wenn ich auf Twitch streame, danach schaffe ich das nicht mehr aufzunehmen. Seitdem wir streamen bloß eine halbe Stunde, aber nee, wenn, dann möchte ich schon mehr. Ich denke mal, anderthalb Stunde, viel länger wird es trotzdem nicht werden. So, naheliegendster Wegpunkt einstellen. Den nächsten Früh klingelt ja wieder der Wecker. Aber mal gucken, wie es wird. Vielleicht ein bisschen länger. Erstmal schauen. Ja, wir haben auch sicherlich den Nachtursprung haben. Also jetzt noch und dann ja, Nacht überspringen. Achso, Nacht überspringen ist natürlich wieder so eine gute Sache. Ne? Hier sind wieder irgendwelche Leute fertig. Das ist eine Sämaschine. Das müsste eigentlich die auf der 82 sein. Genau, der ist fertig. Aber da war noch Saatgut in Dünger holen. Das ist ja vorbildlich. Ne? Abfahrer entlassen. Kurs kann raus. Und dann können wir eigentlich Abfahrer 83 schicken. Oder? Ne, den kann ich auch hier stehen lassen. 83 ist ja da drüben. Die fahren wir bloß mal hier vom Feld runter. Der 83 ist der Kalksteuer unterwegs. So, mal kurz gucken, nicht, dass ich hier auf irgendeinem Autotreibstreckenpunkt stehe. Ja, habe ich doch geahnt hier. Nicht, dass er irgendwie auf die Idee kommt, hier komisch zu wenden, der Kalksteuer. Ich soll den noch blockieren bei seiner Arbeit. Stellen wir uns mal hier in die Mitte.
Er kann jetzt eigentlich nur hier warten. Was anderes können wir mit ihm nicht anstellen. So, das ist wieder ein Düngerstreuer. Da nehme ich mal an, das ist der auf 55. Ne? Der macht dann weiter mit 56. Da ist der nächste Düngerstreuer fertig. Eigentlich wollte ich noch eine andere Sache erledigen vor der Nacht, und zwar Ölpumpen holen. Ne? Aber das ist irgendwie, gelingt mir das nicht. Ja. Laufend ist irgendein Düngerstreuer oder den eine Spritze, irgendwas ist immer. So, Kurs generieren, 56, wenn ich das Feld schon sehe, ja, das ist auch, ja, im Gegensatz zu den anderen Feldern klein, hat zwar immer noch eine gewisse Größe, ne? So, erster Wegpunkt, kann er los, müssen wir nicht umstellen, der Dünger muss reichen für das Feld, das stellen wir beim nächsten Feld um. So, nächster Düngerstreuer, einer steht schon wieder am Hof, weil ich den, das ist der von der 30. So, der hat jetzt eigentlich das alles fertig, was die Spritze fertig hat. Das hier macht der andere alles. Achso, den hätte ich auf der 51 schicken müssen, oder? Ja, das lassen wir mal. Theoretisch ist ja hier irgendwo... Ach, der holt sich Nachschub hier in der Rubicon. Die muss ja mal irgendwann fertig werden mit dem Feldspritzen, dann muss der 80 natürlich gedüngt werden, ne? Den könnten wir eigentlich schon mal zu 80 Abfahrer schicken. Weil das ist dann seine nächste Aufgabe, dort das Feld zu düngen, ob das nun vom Drescherpunkt oder vom Abfahrerpunkt aus ist. Das spielt, glaube ich, keine Rolle. Wir werden jetzt auch hier einen Abfahrer nehmen, weil hier auf dem Drescherpunkt die Rubicon ist. Nicht, dass wir da wieder in der Quere rumstehen, ne? Ist der nächste Rubicon fertig. Komm nicht dazu, Ölpumpen zu holen. Ich spiele schon eine Weile wieder. Was ich auch mal geschafft habe, sieht man am Kontostand, ich habe noch eine Ladung Sand verkauft, also sprich unsere Sand-LKWs einmal voll gemacht. Zur Abfahrer entlassen. Dann müssen wir auf der 60 rüber. Ja, und hier habe ich wieder gesehen, die Ecke ist nicht ordentlich angesät. Ne? Wir haben zwar scharfe Ecken generiert, aber das irgendwie passt das hier nicht oder irgendwas. Ich denke mal hier, weil hier im Eck irgendwie wahrscheinlich, weil das die Ecke hier nicht ordentlich ist im Feld. Keine Ahnung, um was das liegt. Ich meine, ich könnte jetzt eine Sämaschine, die fertig ist, hier nochmal herschicken. Welche Wachstumsstufe haben wir denn hier? Auf der 62. Das wäre noch erste Wachstumsstufe. Aber ich glaube, bei den Flächen, die wir besitzen, das mehr oder weniger ein bisschen egal. Was ich aber machen werde, ich werde mal 62, vielleicht erinnere ich mich dran, wenn wir es nochmal ansehen sollten. 62 sehen, Amazone, den Kurs löschen wir mal raus. Vielleicht erinnere ich mich dann dran und gucke mir den Kurs vorher mal richtig an. Dann so, ja, Kurs generieren, 60, 60. Hier stellen wir auf 60 um, weil wenn ich sehe, wie wenig Pflanzenschutz bloß noch drin ist, da wird Nachschub holen. Da kann ich hier weiter. So, eins ist erstmal, steht erstmal fest. Ölpumpen hat man ja schon zwei aufgeladen. Jetzt muss ich bloß noch mal gucken, wie viel Trillschäfte wir hier noch da hatten. Oder wie viele Paletten. Die hatten wir doch meines Erachtens hier an irgendwo... Bin ich hier irgendwo abgestellt? Ach, da hinten stehen wir. Oh, ist ja nicht viel. Das sind ja bloß zwei Paletten. Sind die überhaupt noch voll? Was? 1000 Liter? Und das waren 6000. Ach nee, 643 Liter. Also voll sind sie auch nicht.
So, wo ist denn dann der andere Palettenfahrer? Ist der hier? Achso, was ich noch geändert habe, den Autotreifpunkt Dohl, Kohle und Tabakproduktion Kohle, den habe ich natürlich in Kohleordner mitgeschoben. Weil das kann der Kohlefahrer mit erledigen. Der fährt ja auch zu Algoa rüber, zur Raffinerie, bringt dort Kohle hin. Mal gucken, ob irgendwann in der Tabakproduktion Kohle drin ist. So, er fährt direkt hoch zu Dell. Jetzt habe ich überlegt, ob wir noch was mitnehmen müssen, aber das dürfte eigentlich nicht zu Dell. Wir müssen zu Black Diamond. Was will ich denn bei Dell? So, und die anderen zwei, die stehen ja schon hier oben. Und der dritte müsste doch hier an der Stahlindustrie rumstehen, oder? Doch, da vorne ist er. Jetzt kurz überlegen, müssen wir da noch irgendwas mit hochnehmen? Nee, müssen wir eigentlich nicht. So, Black Diamond. Das geht schief. So, dass wir praktisch wieder drei Ölpumpen transportieren können und einer transportiert Drillschächte. Schäfte. Schächte. Hab zwar an den LKW-Konvoi noch gute Erinnerung, dass die mit den Sandfahrern sich da verknotet hatten. Ne? Ich hoffe mal, das passiert diesmal nicht nochmal. Aber Sandfahrer sind nicht unterwegs, also noch nicht. Ne? So, und das ist, müsste jetzt die Seemaschine eigentlich auf 68 sein, die ich vorhin vermutet habe, weil der war auch schon relativ weit. Ne? Genau. Ach so, wir haben immer noch kein Saatgut und Dünger hergebracht zur Piper Farm. Das muss ich auch noch machen. Er kann eigentlich... er kann eigentlich hier ist durch. Weil der wartet auf der 83. Ich weiß jetzt nicht, wie viel hat er denn jetzt noch drin. Den schicken wir mal zu 5 Abfahrer. Zu 5 Abfahrer. So, der würde sich jetzt aber hier drüben in der Piper Farm beladen. Das müssen wir jetzt eigentlich nicht machen. Er kann ruhig sich an der Johnson Farm beladen, weil er hat alle Zeit der Welt, um dahin zu kommen. Denn das ist eine Seemaschine, die alle, also die ganzen Mottfrüchte kann, außer Kartoffeln, ne? Weil die Kartoffeln, wie gesagt, nicht in der Kategorie eingetragen sind bei Plantar. Hopfen, Mais, Sonnenblumen, Zuckerrüben, Baumwolle, Karotten. Jetzt bin ich drüber über die Zwiebeln. Mann! War total Kartoffel verblendet. So, da fährt er dorthin, steht dort oben. Ich hoffe mal, dass der Drescher nicht blockiert. Aber wie gesagt, wir werden jetzt hier nochmal schnell in den Hof springen. Hier vorne stehen ja unsere zwei LKW rum. Laden wir nochmal hinten einmal Dünger, einmal Saatgut auf. Der ist ja auch hier bloß am Waschplatz geschickt worden. Ja, die Ölpumpen, die möchte ich eigentlich noch vor der Nacht stellen. Weiß nicht, ob wir es jetzt schaffen in der Folge. Oh, Eier bei den Hühnern. Apropos Eier bei den Hühnern. Bei den Hühnern steht auch noch der Viehtransporter rum, der vom Schlachter zurückgekommen ist. Wenn wir den noch eine Weile da stehen lassen, können wir gleich wieder hinschicken. Ne? Produktion ist, glaube ich, nicht genug drin. Da hatte ich geguckt. 799 haben wir hier noch drin. Also reichen tut unser Saatgut und Dünger. Aber da haben wir auch locker eine halbe Million haben wir gebraucht. Ne? So, also Piper Farm
Düngersaatgut ausladen und das Ganze als Ausladenkurs, damit er wieder am Parkplatz steht dann. Achso, das ist genau er, den kann ich jetzt nicht ausladen. Brauche jetzt ihn hier. Und zwar Piper Farm. Düngersaatgut ausladen. Ah, ich sehe schon schwarz, dass wir die Ölpumpen nicht mehr gestellt kriegen. Jo. So, der erste war jetzt mit Saatgut unterwegs, dann muss er natürlich Dünger kriegen. Da ist er. 841.000. Boah, hat man glaube ich 1,4 Millionen oder irgend sowas. Da kommt unsere Spritze. Mal schnell was gucken. Der nächste Fahrer ist oben bei Black Diamond angekommen. 128.000. Naja, wir springen dann die Nacht vor. Da wird noch ein bisschen halt. Wir warten jetzt noch an Rohstoffen drin. Das sah jetzt so wenig aus. Oh, da muss ich auch noch was erfüllen, oder? Tabak 51. Ja gut, das reicht noch über die Nacht. Über die Nacht wird es noch reichen. Da werden wir noch mal zwar was produzieren. Ah, das nimmt ganz schön ab. Aber bis jetzt schafft es die Produktion, so viel zu produzieren, dass unsere zwei Spritzen fahren können. Aber die war auch krachevoll, ne? Also ihn können wir ja einstellen. So, vorne ist ja nichts mehr drauf. Den müssen wir mal abhängen. Also Tiere sind keine mehr geladen. Hinten die Hühner noch drauf. Also die Hühner kommen hier wieder rein in den Stall. Obwohl wir den eigentlich hätten fast dort oben stehen lassen können, nach der Nacht nochmal ausladen. Dann müssen wir die Eier nochmal hier runterschieben, weil das habe ich schon mal gemacht, wie man sieht. Weil es waren ja über 2000 Hühner, ne? Also das ist jetzt nicht so... Ja, 5000 gehen rein, ne? Ich meine, die werden sich auch vermehren entsprechend. So, Trailer. Na, über 2000 haben wir natürlich auch schon wieder im Stall, ne? Ich weiß nicht, wie viele jetzt hier noch drin waren. Eigentlich immer viel zu viel Hühner eingeladen gehabt. So, bestätigen, das ist unser LKW leer. Den stellen wir mal hier einfach neben den anderen Trailer, die kopple ich jetzt nicht zusammen. Ich glaube, hier ist auch kein Weg, sodass wir den jetzt hier behindern würden. Den lassen wir mal hier stehen. Vielleicht fahren wir dann auch nochmal Hühner gleich. Da drüben steht auch noch der andere, der sollte auch Wolle nochmal holen. Naja. Genau das wollte ich eigentlich vermeiden, aber das kriege ich eben doch noch gut hin. So, dann nehmen wir sie so rum, die Palette, und schieben seitlich, oder? So, ja, bevor wir uns um den Düngerstreuer kümmern, gucken wir, dass hier oben die dass hier oben bei Black Diamond die Pumpen
halt dorthin, dass die Pumpen in runterkommen zur Wüste. Und zwar nehmen wir, glaube ich, den Punkt hier, oder? Parken 9. So, Rohölfeld, Parken 9. Da ist es. So, gleiches Ziel kriegt er. Achso, der Kalkfahrer ist da, der hat sich da hochgeschickt, okay. So, er holt noch eine Ölpumpe. Dann müssen wir natürlich einmal gucken, weil hier wird ja jetzt ist lange Palette eingestellt. Ölpumpe. Weil ich weiß jetzt nicht, was noch an Schäften da ist. Also wir kriegen keine weiter raus dann. Oh, total, ja, müssen wir unbedingt. Na gut, wird ja produziert. Hat man ja Material hergebracht. Also hier oben auf der Rampe versuche ich nicht rauszufahren. Ich glaube, das geht dann wieder schief. So, Rohölfeld. Parken 9. So, und für ihn brauchen wir jetzt hier Drillschäfte. Mal gucken, wie viele Paletten wir da haben. Dann nehmen wir einfach was mit. Das wären 12 Paletten. Ja, es sind immer 1000 drauf. Also. Zwei hatten wir, wie gesagt, noch da. Drei brauchen wir. Nehmen wir 6 Paletten mit, da wird wieder was produziert. Weiß nicht, ob ich bei den Ölpumpen überhaupt was nachfüllen muss. Wie sich das verhält. Ob die mal so verschwinden, die irgendwann sind, die irgendwann aufgebraucht. Keine Ahnung. So, er hat bestimmt auf Container stehen, ne? Barriere, Müll, ach, wieder zu nervösen Finger. Ölpumpe, ne, großer Käse, was wir machen. Wir brauchen lange Palette. So rum könnte ein Schuh draus werden, ne? Ich glaube, wir hatten hier Rohre noch genug drin, also sollten nochmal auch Drillschäfte produziert werden. Alter, 6 ausgelagert. Aber doch eindeutig 6 Paletten ausgelagert. Es waren noch 12.000 drin. Und die Palette hin. Keine Produktion mehr aufrufen. Warum wieder nicht? Nee, es sieht doch nicht so aus, als würde sich jemand betanken. Geht nicht. Ich jetzt so verguckt. Ich habe noch 6 Paletten ausgelagert. Ja klar, es sind 6 Paletten raus. Wo ist die 6. Palette?
in das Gebäude gefallen. Hier kann ich mit der Kamera nicht reinpacken. Komisch. Also auch rechts wird ja nur 5 angezeigt. Ich hätte ganz rausfahren sollen. Ich kriege hier auch kein... Doch, ich kriege hier ein Greifensymbol. Da ist er. Ja, kommst du mit? Die hängt mit der Palette drunter. Wahrscheinlich wäre, weil das so schräg ist. Mal sehen, ob wir sie mit dem Autolot kriegen. Weil das wäre mir jetzt ein Unding gewesen. Wo sollten die hin sein? Fahrkünste lassen ja auch zu wünschen über. Und zack, vors Tor noch davor. Ich sehe auch nichts. Ne? Jetzt habe ich 6 Paletten drauf. Ich noch ergreifend Symbol. Da ist noch eine. Bei mir war so, als hatte ich schon mal was ausgelagert. Da war auch eine weg. Da habe ich auch nicht geguckt, ob das, weil es, ob die noch drunter ist, irgendwo reingepackt ist. War mir dann nicht sicher, weil ich bin mit dem LKW vorbeigefahren, rausgefahren und fortgeschickt. Und der kam dann praktisch unten am Ölfeld an. Da war eine weniger drauf. Aber da war ich mir nicht sicher, ob ich nur eine weniger geladen hatte oder nicht. Aber hier war ich mir jetzt relativ sicher, dass wir 6 ausgelagert haben. So, Rohölfeld. Ja, er wird nicht mehr zeitig genug ankommen. Park 9. Wenn ich auf die offene Uhr gucke, wir sind schon noch bei 27 Minuten. Ne? Das ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Aber ich möchte es eben vor der Nacht stellen. Also, ja, und streamen möchte ich dann eigentlich morgen. Achso, es ist ein Tor dran gekommen. Das war noch nicht dran beim letzten Mal. Ne? Wie weit sind wir denn hier? Bei 92%. Also das ist definitiv. Ja, kann das bestückt werden nach der nächsten Nacht. Und so wie man das aussieht, muss da jede Menge. Haben wir schon eine Trigger drinne? Schon off? Ja. Ups. Guckt es durch den Zaun. Da nichts, ne? Boah. Das waren jetzt 12 Rohstoffe. Wir hatten die Fabrik gebaut. Wir hatten die Idee gehabt. So, und dann würde ich meinen, ist hier oben dann die Produktion. Hoffentlich ist das unten alles mit Rohstoffen. Auch die Frage, wo wir das abgeben. Also wenn es hier reingeht und hier wieder rausgeht in der Postmahlzeit. Was ist das hier, der Tresor? Ja, das sieht ja aus wie Kühllager. War da bestimmt auch Fleisch, ne? Aber einen richtigen Trigger werden wir noch nicht haben hier, oder? Aber unser Rubicon ist auch wieder fertig. Mir schwant Böses. Das ist ein Lift.
Boah, irgendwas, na gut, ist noch nicht fertig gebaut. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Gut, hier Rubicon. Die werde ich jetzt natürlich umsetzen noch auf die 61, dass wir noch ein bisschen was spritzen. Und ja, dann sehen wir uns durch Wer möchte heute Abend wieder. Und ja. Und ansonsten gibt es den Stream auf Twitch dann halt morgen als Folge. Und die nächste reguläre Folge kommt dann sozusagen hier am Donnerstag. Also ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn wir uns heute Abend nochmal sehen. Und ansonsten zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.